Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu The Division 2. Wir sind jetzt hier in Division 2 in DC angekommen. Und ja, machen uns jetzt auf den Weg zum Theater. Auf dem Weg haben wir schon mal die ersten Feinde hier wieder entdeckt. Die hier ein paar Leute ein bisschen aufreiben. Die können wir eigentlich noch ziemlich locker flockig mit der Pistole ausschalten, weil das waren jetzt nur zwei leichte Gegner. Und immer mal drauf aufpassen, diese Rucksäcke, die sieht man eventuell nicht ganz so gut, aber man sollte immer mal schauen, was denn hier am Wegesrand rumliegt. Auch wenn ich wahrscheinlich selber an sehr vielen Sachen oft vorbeilaufen werde. Aber das kann man ja nach und nach immer mal wieder einsammeln. Da haben wir zum Beispiel eine neue Hose gesammelt. Und kriegen dadurch auch direkt ein bisschen EP. Oder, ne, ich glaube die EP haben wir bekommen, weil wir jetzt im neuen Stadtteil sind. Gucken, da sehe ich die Kiste zum Looten oder nur... doch, ich wollte doch gerade sagen, die hat so einen leichten Schimmer. Man sieht es nicht immer so gut, aber... manchmal fällt es dann doch stärker auf. Und da haben wir ein paar Gegner wieder. Können wir mit der neuen Schrotze ausschalten. Die ist auch nicht schlecht. Also die hat die Gegner doch jetzt relativ easy auseinandergerupft. Kann man definitiv machen. Zumal wenn man am Anfang eh noch nicht wirklich eine große Waffenauswahl hat, weil man noch nicht viel hat. Da kann man auch gerne mal mit einer Schrotze umgehen. Auch wenn ich nicht so groß der Schrotzen-Fan bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde auch sowohl die Gegner erstmal alle in der Nähe ausschalten. Hatte eigentlich nicht vor, dahinter zu gehen. So, haben wir die nämlich auch schon mal ausgeschaltet. Die haben hier ein bisschen... okay, ganz schön viele Waffen fallen lassen. Nice. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Also in der Beta haben die, glaube ich, eine Waffe fallen lassen und nicht direkt vier Stück oder so. Ja, nice. Das hat sich auf jeden Fall schon mal ganz gut gelohnt, die da abzulatzen. Und die Schrotze gefällt mir bisher auch ganz gut. So. Davor noch mal wieder ein paar Gegner auf dem Weg. Okay, den können wir so aus der Nähe ausschalten. Ich habe erst gar nicht gesehen, dass da noch einer war. Da müsste aber noch... Ah, ich weiß doch, da war noch einer. Da oben war auch noch einer. Ich muss sagen, für eine Schrotze hat die aber echt eine gute Reichweite. Klar, der auf dem LKW war jetzt nicht so leicht zu treffen, aber... Oh. Da kommen wir doch direkt mal, dass wir hier so ein bisschen was neues Zeug anlegen. Je mehr wir haben zum Rüsten, desto besser. Habe ich denn hier noch andere Waffen? Also zweimal die, zweimal die Vector, zwei... Okay, warum haben wir die denn teilweise so schnell schon doppelt gekriegt? Okay. Ja, wie gesagt, wir warten bis Level 3, dann setze ich mir sowieso die MP rein, anstatt der Schrotze. Weil ich lieber so ein einer bin, der Sturmgewehr, MP und Scharfschützengewehr benutzt. Ich habe nämlich damals in The Division 1 das auch so gemacht, ich hatte quasi drei Waffen immer voll ausgestattet. Und habe dann halt nur je nach Situation die zweite Hauptwaffe immer hin und her geswitcht. Da habe ich dann meistens immer zwischen einer MP und dem Scharfschützengewehr hin und her geswitcht. Okay, das ist jetzt irgendein Spieler, der Verstärkung braucht. Darauf werde ich jetzt aber nicht eingehen. Das mache ich nämlich selber, weil ganz ehrlich, hier am Anfang braucht man eigentlich keine Hilfe. Also das kriegt man locker ohne Probleme selber alles hin. Und wenn, werde ich das eh mit den Jungs zusammen zocken. Ah, noch ein paar Handschuhe. Darauf habe ich eigentlich auch gewartet. Und jetzt haben wir direkt zu viele bekommen. Warte. Den haben wir noch nicht angeklickt gehabt. So.
Nice. Echo in der Nähe entdeckt. Was? War das hier vorne? Nee. Okay, und warum rennst du weg von mir? Erstmal das Echo aktivieren. Ich muss zurück an die Arbeit. Danke für den Film, Manny. Klar doch, Tio. Kommst du zum Essen? Heute nicht. Ich treffe mich mit Kumpels der Nationalgarde. Die haben Angst, dass wir wegen der Quarantäne nach New York müssen. Okay. Es ist wirklich ernst. Das ist nichts. Erinnerst du dich an die Schweinegrippe? Reine Panikmache. Wirst schon sehen. In ein paar Monaten weiß niemand mehr, was die Dollargrippe überhaupt war. Wie bei Y2K. Y2K? Ah, du hast es wirklich drauf, dass man sich alt fühlt. Ich mach doch nur Spaß. Aber ich weiß nicht, es fühlt sich nicht so an, als würde es einfach verschwinden. Die Leute haben Angst. Und du weißt, was passiert, wenn die Leute Angst haben. Du machst dir zu viele Sorgen, Junge. Gib mir dein Portemonnaie. Ja, zwing uns nicht, dir weh zu tun. Vergiss es. Hättest du es besser abgegeben, alter Mann. Hilfe! Kann wer helfen? Ruf den Notarzt! Wir brauchen Hilfe! Bitte! Bleib bei mir, Tio! Ah, okay, das sind also die beiden, die jetzt ihn abgestochen haben. Ich finde die Echos auch in The Division 2 ehrlich gesagt ein bisschen besser, denn man wird nicht so extremst im Sichtfeld eingebremst bzw. beeinträchtigt wie im ersten Teil. Also im ersten Teil wurde halt die komplette Umgebung extremst von den Farben hat sich das verändert. Jetzt wurde es quasi etwas gräulicher, was ich etwas besser finde. Denn dieses bläuliche und dann dieses Knallorange im ersten Teil fand ich ein bisschen übertrieben. Das finde ich hier schon deutlich, deutlich besser gemacht. Und ja, mal gucken, wie das ist hier mit den verschiedenen Siedlungen. Inwiefern sich das im Laufe des Spiels genau bemerkbar machen wird. In der Beta konnten wir das ja noch nicht so viel anspielen. Und ja, jetzt in der Vollversion, ja, schauen wir mal, wie es denn da laufen wird. So. Fortschritte. Okay, ja gut, das kann man sich alles nach und nach immer mal anschauen. Echos ist auch wieder nach Fraktionen, also da kann man notfalls alles nachlesen. Hier kann man die ganzen Herausforderungen sich auch angucken von Uplay. Ich habe ja, das finde ich etwas schade, dass das so ein Übergang ist, der nicht ganz so glatt ist. Aber ich habe glaube ich keine neue Ausrüstung, ne. Aber ich kann bei ihm zumindest jetzt einiges verkaufen, was ich nicht brauche. Die brauche ich nicht, die brauche ich nicht. Bei der Vector, komm, die können wir auch verkaufen. Die verkaufe ich mal, die gucke ich mal, wie die andere ist. Das kann weg, das kann weg. Das kann auch weg. Danach habe ich lange gesucht. Achso, Tabulator war das. Ich wollte mich gerade schon sagen, warum hat er denn jetzt so wenig verkauft? Wie gesagt, die behalte ich erstmal noch. Vorsichtshalber. So, da oben mussten wir lang. Hallo. Ja, hallo. Dann sprechen wir halt schon mal mit dir, aber es bringt uns aktuell noch nicht wirklich viel, weil wir da eh noch nichts reinbuttern können. Gucken wir mal, was sie uns zu sagen hat. Wenn Sie Agent Kelso suchen, sie ist gerade raus. Ich hätte mitgehen sollen. Aber ich würde sie nur aufhalten.
Ich weiß, dass sie ihre eigenen Probleme haben. Aber diese verfluchten Hyänas nahmen mir mein kleines Mädchen. Um mich zu kriegen. Wenn sie mir helfen, stehe ich in ihrer Schuld. Und ich zahle meine Schulden immer. Und die hat auch verdammt viel mitgemacht. Das sieht man schon an ihrem Körper. Neuer Einsatz. Hotel Grand Washington. Okay. So. Ich guck mal gerade. Es gibt ja hier überall die Seile, die man ablassen kann. Also ich glaube, hier gab es auch zwei, wo man sich hier ein bisschen abseilen kann. Aber das eine ist hier vorne. Aber hier gab es manchmal auch noch ein zweites. Aber das weiß ich gerade nicht mehr, wo das war. So, dann sagen wir uns mal hier schnell runter. Zack. Dann begeben wir uns mal direkt zu dem Hotel. Ich habe allerdings, was ich sagen muss, ich habe hier bei den Basen noch nie Munitionskisten gefunden. Ich weiß nicht, ob die Munition nicht mehr an den Basen auffüllbar ist oder ob die sich automatisch auffüllt. Das ist mir jetzt bei der Beta nicht wirklich aufgefallen. Daher keine Ahnung. Hoppala, da war ich ein bisschen schnell in die Kurve. Aber was hier auch an Müll rumliegt, das ist schon echt phänomenal. Da hinten wird gerade geballert. Ich wollte aber mal gerade schauen, weil ich hatte nämlich in der Beta auch die ein oder andere Seitengasse mir mal angeschaut. Und habe da teilweise ganz nettes Zeug gefunden. So. Können wir nämlich hier schon mal die Tür öffnen. Da haben wir nämlich da schon eine Ausrüstung. Etwas besseren Schutz. Und tragbares Gerät. Das hatte ich hier nämlich irgendwo. Ach, das ist oben, glaube ich. Das hatte ich nämlich in der Beta auch gesehen, dass hier was war, aber hat es nicht gefunden. Dann könnte es vielleicht liegen. Oder war das hier drin? Ah, okay. Hier liegt noch ein bisschen Plunder. Das habe ich in der Beta irgendwie ein bisschen übersehen. Noch eine Waffe. Und da ist das Teil. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich dies hinterlasse. Vielleicht habe ich das Bedürfnis zu gestehen. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe nichts getan, auf das ich nicht stolz wäre. Also brauche ich auch keine Absolution und am wenigsten von euch. Vielleicht ist mir langweilig. Es ist schwer, allen immer einen Schritt voraus zu sein und vielleicht will ich euch einfach nur ein bisschen unter die Arme greifen, damit die Sache spannend bleibt. Aber das ist natürlich etwas, was nur die Schurken in Filmen machen. Ich habe nichts dagegen, meinen Vorteil auszubauen. Vielleicht will ich aber auch nur, dass ihr euch im Kreis dreht. Überlegt mal, gibt es subtile Widersprüche in dem, was ich euch erzählt habe? Ist es schwer herauszufinden, was ich zu sagen versuche? Vielleicht ist das der Punkt. Oder aber vielleicht auch nicht. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Ah, nämlich direkt das nächste gefunden. Ich hatte Gejammer genervt. Also hast du sie gehen lassen? Nein, habe ich nicht. Du Idiot, wir wollten die eintauschen. Ach was. Und was wirst du diese sagen, wenn er fragt, warum du sie getötet hast? Ich habe sie nicht getötet, das waren die Hunde. Welche Hunde? Keine Ahnung, Hunde halt. Ich kenne die Namen von denen nicht. Aber die waren wohl verdammt hungrig, ohne Scheiß. Kaum hatten die Blut gerochen, war Om-Nom-Nom-Zeit. Du dämliche Wichsbirne. Ach, egal, Diesel wird eh nichts machen, außer sich ein bisschen aufplustern. Ja, wie gesagt, ich gucke hier lieber anfangs mal ein bisschen rum, wo man nicht so oft lang läuft. Damit man halt relativ früh schon ein bisschen Loot zumindest zusammen hat. Aber ich finde das hier auch geil gemacht mit der Überschwemmung und allem. Ist ein bisschen besser noch gelungen als im ersten Teil. Aber klar, irgendwo mussten sie natürlich auch eine Schippe drauflegen. Aber ich muss sagen, sie haben auf definitiv eine Schippe draufgelegt, weil das Spiel lief von Anfang an in der Beta optimal. Also da hatte ich gar keine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja,
es funktioniert halt auch sofort, auch zum Release. Das ist auch mittlerweile bei vielen Spielen nicht selbstverständlich, dass die Spiele direkt zum Anfang zu Release funktionieren. Obwohl ich sagen muss, bei The Division hatte ich eigentlich damals nie das Problem. Also ich hatte auch beim ersten Teil ja gar keine Probleme, muss ich sagen. Daher ja, muss ich sagen, hat Ubisoft da wieder einen sehr guten Job gemacht. Okay, los geht's. Wow. Begeben Sie sich zum Liefereingang auf der Ostseite des Gebäudes. Was zum Henker war das? Okay. Ah, komm. Machen wir den halt so kalt. Wenn ich will, der hat schon oder so, ne? Okay, da haben wir erstmal Muni. Ja, habe ich aber nicht so viel Muni verbraucht. Das heißt, der hat wirklich in der Base wahrscheinlich nachgeladen. Da liegt noch was. Sind die schon... Okay, der ist schlechter. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Ich schalte den erstmal aus. Das Ding schmeiße ich hier schon mal rein. Das ist nämlich die schöne Supermine. Die ist nämlich echt geil. Jetzt umlaufe ich die vielleicht mal ein bisschen. Da sind auch welche da hinten. Wie ist der denn da rumgekommen? Und der Aim ist aber gerade nicht gerade on point. Ich gehe nach oben zur Geisel. Alle Mann ins Atrium. Mist, der Saint ist hier. Wer ist hier? Wichtiger Hyena. Unangenehmer Typ. Wir müssen das Arschloch töten. Man sollte aber, bevor man dann auf die nächsten Gegner trifft, direkt schon mal gucken, dass man noch ein bisschen bessere Ausrüstung sich schnappt. Konnte ich das jetzt öffnen? Nee. Am Anfang ist das meiste eh grau, da ist es eigentlich nicht so dramatisch. Ob es keine optimalen Effekte hat. Man kriegt ja am Anfang sowieso sehr schnell auch Loot. Also von daher, da braucht man sich eigentlich keine Sorgen groß machen. So. Jetzt mal den da oben ausschalten. So ein bisschen weglocken. Okay. Die Waffe zieht mächtig. Ich doch eine andere nehmen sollen. Ich liebe halt eher wirklich Waffen, die auf derbe auf Präzision gehen. Okay, der dürfte jetzt eigentlich zu Ende brennen. Blöde. Na komm, guck raus. Er ist in der oberen Etage.
Nehmen Sie die Treppe rechts von den Aufzügen und schlagen Sie sich durch. Oh, ich glaube, dann wechsle ich lieber. Oh, die MP ist sogar besser, aber ich bin, glaube ich, noch. Ja, ich bin noch Stufe 2. Dann komm, nehmen wir die erstmal. Die dürfte etwas. Ja, die ist präziser auf die Entfernung. Die macht da, glaube ich, doch ein bisschen mehr Sinn. Als die eine gerade. Die war zwar leicht schneller vom Schießen her, aber wenn die natürlich trotzdem dann zu sehr verzieht, dann bringt mir die schnellere Schussrate auch nichts. Daher muss man einfach gucken. Es kommt auch teilweise darauf an, wie die Waffe zu einem passt. Und halt, wie stabil die Waffe an sich ist. So, eine neue Pistole bekommen. Macht ein bisschen mehr Schaden. Okay. Setup reicht aber so aktuell. Agent fordert Verstärkung an. So, den lassen wir erstmal rankommen. Okay, die bleiben da stehen, okay. Eine Kugel hat noch gefehlt. Okay, damit werden die Deppen schon mal ausgeschaltet. Dann liegt hier noch irgendwo was? Ich will nämlich nichts übersehen am Anfang. Was haben wir denn hier? Schlüssel der Fiene, ist okay. Ja gut, man kann ja später, denke ich mal, immer noch wieder rein. Ulfa macht mal halt die Mission nochmal. Wenn man dann den jeweiligen Schlüssel dafür hat. Wieder Money auffüllen. Da hinten war noch eine Kiste. Und das war's. Dann können wir hier nämlich jetzt reinstolzieren. Okay. Da ist ein Brett umgefallen. Das hat keiner mitgekriegt, ne? Nett, dass er runtergeklettert ist. Da sind einige Kugeln in den Strahler reingegangen. Vorne war auf jeden Fall Loot. Auch wenn es nicht viel ist. Looten ist das Wichtigste, um vernünftige Ausrüstung und alles zu bekommen. So, da haben wir nichts. Liegt hier sonst irgendwo was rum? Das sieht nicht danach aus. Ja, die toten Hunde von den Hundekämpfen liegen hier auch noch rum. Jetzt haben sich da halt ein paar menschliche Leichen dazu gesellt. Ich habe einen Haufen Munition gefunden. Ich werde sie sprengen. Mach das mal. Finde ich interessant, dass sie schon geschossen haben, bevor ich da war. Aber das hat uns natürlich den Vorteil gegeben, wir wussten jetzt, wo die sind. Okay, das war, glaube ich, ein leichter Bug, dass der da oben...
beziehungsweise so ein Stück nach oben geguckt hat. Na komm, ich warte auf dich, mein Freund. So, mauer dich halt so platt. Das habt ihr davon, ihr dämlichen Hurensöhne. Alles in Ordnung bei dir, Kalso? Diese Explosion war heftig. Ich hoffe, ich atme kein Asbest ein. Na, die wollten aber auch alle sterben, hatte ich das Gefühl. So, die erste Fahrstuhlfahrt hier in der Vollversion. So, schieben wir die Türen mal auf. Aber ich glaube, das war auch die erste etwas längere Mission, auch damals in der Beta. Schlechtere Pumpen am Anfang gehabt. Ja, ich brauche eine bessere Position. Jetzt kommen wir da nämlich nicht so einfach hin. Jetzt bist du böse. Werde ich das? Gewesen sein. Gucken wir nochmal, ob wir da was zu looten haben. Aber sieht jetzt nicht danach aus. Oder? Doch, da war was. Irgendwie anfangs nicht getroffen, warum auch immer. Ist er jetzt auch runtergegangen? Ne, da ist er. Zack. Und Blattschwell darunter. So, Rucksack. Da ist nichts Gutes. Da man etwas stärker in Bonusrüstung. Geht die wilde Fahrt wieder. Und da war, glaube ich, was, oder? Ja, da. So, sehr schön. Nur USC 45 ACP. Aber gucken wir uns nachher nochmal genauer an. Das Waffenlayout, wie gesagt, ist jetzt hier nicht ganz so dramatisch wichtig. Ganz am Anfang. Ich weiß nicht, wie er aussieht, aber da oben sind eine Menge Gegner. Nicht mehr lange. Wir verlieren Leute. Ja, ihr verliert Leute, definitiv. Okay. Obwohl, die können wir wieder dran kommen lassen. Warum sollen wir uns die Mühe machen? Wenn die auch einfach zu uns kommen können. Ich glaube, jetzt sind wir bald durch im Theater. Ja, genau, jetzt sind wir nämlich hier oben schon. Da haben wir es nämlich schon fast geschafft. Schnell Muni auffüllen. Gut, sie leben. Ja, hallo, was geht? Und los geht's. So, schnell plündern. Und dann haben wir den Jungs da hinten mal auf die Fresse.
mal hier von der Seite. Das war eigentlich auch in der Beta schon ganz nice, ja. Zack, diese Supermine mal raus. Bam. Okay, unsere Division-Kollegin, die hat diese eine Drohne rausgehauen. Ach, die bearbeitet eh gerade den, das ist gut. Ich mach erstmal den Granaten kurz hier aus. Oh, da hinten steht auch noch einer. Den hab ich im ersten Moment gar nicht gesehen. Gemacht. Ich sehe den einen Typen nicht down oder was? Ich finde das auch mit der Rüstung haben sie eigentlich ganz nice gemacht, dass man jetzt Rüstungen, dass man jetzt quasi Rüstungsteile hat sozusagen, die halt abnimmt. Das war halt im ersten Teil noch nicht so und das finde ich haben sie eigentlich als coole Neuerung definitiv reingemacht. Gegnern. Nehmen wir das auch noch mit und dann öffnen wir mal die. Ach, die muss die öffnen. Dann kann ich ja in Ruhe hier mal gucken. Okay. Deine Mutter hat uns geschickt. Geht es dir gut? Wer bist du? Was ist los? Sie steht unter Schock. Ich bringe sie runter, sobald sie soweit ist. Wir treffen uns später im Theater. Okay, ab zurück zum Atrium. Das müssen wir nämlich jetzt gleich wieder freiräumen. Denn, ja, die Jungs Achtung, geben so schnell nicht auf. Von der Straße ins Gebäude ein. Gehen Sie und kümmern Sie sich darum. Ich hole Eleanor. So. Ach, da. Dann fahren wir nämlich jetzt wieder mit dem Aufzug runter und dann werden wir erstmal den Raum da unten klären. Ich würde sagen, das machen wir jetzt noch. Damit wir jetzt nicht abrupt in der Mission aufhören müssen. So, ab an das Geschütz. Weil die dürften jetzt hier gleich hier durchkommen. Und das Tor hier schon mal abballern. Leider nicht getroffen, das Ding. Man kann die Dinger nämlich jetzt in der Luft schön beschießen. So, jetzt dürften da, genau. Ich wollte sagen, da müssten auch jetzt Gegner kommen. Manny, ist Odessa zu sprechen? Ich hole sie dazu. Odessa? Kelso hat Neuigkeiten. Wir haben Eleanor. Geht es ihr gut? Ja, es geht ihr gut. Ich bringe sie nach Hause. Oh Gott. Vielen Dank. Bis bald. Und damit haben wir wieder einen Stufenaufstieg. Können wir nämlich direkt mal schauen, was wir hier Schönes haben. Die MP packen wir direkt mal aus. Da haben wir nichts Schönes leider bekommen.
Ich wollte doch hier drauf. Ein paar nette Handschuhe. Einen neuen Behälter, den öffnen wir auch mal schnell. Wenn wir schon dabei sind. Ja, nochmal Handschuhe und noch eine Schrotflinte. Die Handschuhe sind aber schlechter. Die Schrotflinte finde ich jetzt auch nicht so berauschend. Also ich finde die Episch hier schon geil, auch wenn die sehr wenig SPM macht. Aber macht Schaden halt auch ganz gut. So, treffen sich mit Odessa. Ja, okay. Das mit Odessa, das würde ich sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Und darum machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann.